Zack, genau, funktioniert sogar schon mal mit der Einblendung der Live-Aufzeichnung. Liebe Leute, die ihr euch das später bei YouTube anschaut, hallo, herzlich willkommen zu Let's Play History mit mir, dem Jan. Heute mal eine ganz entspannte Kampagne hier in Field of Glory 2 im Rahmen eines Livestreams aufgezeichnet. Und zwar habe ich mir gedacht, Hannibal ist mal dran heute. Und die Beschreibung sagt uns schon, die Kampagne folgt der militärischen Laufbahn des großen karthagischen Feldherrn Hannibal Barkas. Er folgte einem Schwur, den er als Kind seinem Vater geleistet hatte und löste 218 vor Christus den zweiten punischen Krieg gegen Rom aus. Punischen Kriege ganz zentral für die frühe Geschichte Roms, also die Geschichte der Republik. Er marschierte mit seiner Armee inklusive Kriegselefanten von Spanien aus über die Alpen bis nach Italien, wo er Armee um Armee besiegte, die Römer ihm entgegenstellten. 15 Jahre lang setzte er seinen Feldzug in Italien fort, bis er zurück nach Nordafrika beordert wurde, um eine römische Gegeninvasion abzuwehren. Dort wurde er 202 vor Christus beziehungsweise vor unserer Zeitrechnung, bei Sama von Scipio Africanus geschlagen. Hannibal wird gemeinhin als einer der größten Feldherren in der Geschichte der Menschheit erachtet. Und guten Abend, Aya und Duke of Marlborough. Hallihallo. Geht es hier zu den Alpen? Genau, hier geht es zu den Alpen. Wir starten mal rein in die Kampagne. Bin mal sehr gespannt, was die ersten Szenarien sein werden. Das wird sicherlich ja nicht mit den Alpen losgehen, schätze ich mal. Aber wir gucken mal rein. So, ich denke, ja, Legat ist, glaube ich, immer noch ganz okay. Wenn wir merken, dass es doch zu einfach wird, dann schalte ich noch mal ein bisschen hoch. Und auch Jan ist da. Schönen guten Abend. Moin, grüß dich. So, die Beschreibung haben wir schon gehabt. Markierung Rom und Karthago auf einer antiken Karte nachgeahmten Zeichnung hier. Natürlich jetzt auf dem kleinen Bild schwer zu erkennen. Man könnte auch ansteigende Schwierigkeit machen. Ne, wir bleiben mal bei Legat erstmal und erstellen das Ganze. So, 221 vor unserer Zeit. Im Alter von 26 Jahren haben sie das Kommando über die karthagischen Truppen in Spanien übernommen. Sie haben vor, das karthagische Reich in Spanien weiter zu vergrößern, um besser gewappnet zu sein für den unvermeidlichen Krieg gegen die Römer, der sicher kommen wird. Zur Schlacht herausfordern. Wir wissen gar nicht so sehr eigentlich gegen wen, haben auch nur diese eine Wahl hier. Machen wir. Wir wollen in die Schlacht gehen. Müssen wir mal schauen, wie groß die Schlachten sein werden hier in der Kampagne, wie viel wir also heute Abend hier schaffen. Und ansonsten machen wir dann beim nächsten Mal einfach weiter. So, dann zeig doch mal an. Siegbedingungen sind standardmäßig. Wir haben eine offene Feldschlacht. Was aber, glaube ich, in der Kampagne nicht unbedingt was heißen muss. Kann schon durchaus sein, dass der Gegner noch Verstärkungen reinbringen wird. Und wir wissen immer noch nicht, gegen wen oder was wir hier antreten. Wir wissen nur, dass wir Karthager sind und hier unsere ersten Truppen haben, und zwar leichte Reiterei mit Wurfspießen standardmäßig dabei, adlige Kavallerie, afrikanische Speerträger, gucken wir eben an, durchschnittliche Qualität, Rüstung nur geschützt und offensive Speerträgerfähigkeit, allerdings eine unglaubliche Stärke, 2400 Mann da drin und noch Wurfspießschützen. Aktuell gibt es Probleme mit dem Internet überall und querbeet. Ja, genau, das ist mir auch schon aufgefallen. Habe aber zu ein paar Probleme gehabt, hier mich bei Steam einzuloggen. Mal gucken, ob es heute Abend halbwegs stabil bleibt. Schleuderschützen, die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Schleuderschützen haben anders als Wurfspießschützen nämlich eine Reichweite von 2. Gucken wir uns überhaupt mal das Gelände an. Also, wir haben hier einen langgezogenen Hügel, einen Kamm mit etwas unebenem Gelände. Hier einen kleinen vorgelagerten Hügel, hier auch nochmal, beziehungsweise ein Plateau hier zwischen diesen beiden Hügeln, aber ich schätze mal, da werden wir wohl nicht hin vorrücken. Dann haben wir hier hinter unserem Zentrum diesen hohen Hügel mit unebenem Gelände, das wir auch hier tatsächlich haben, zentral gelegen. Und dann auf unserer Linken nochmal zwei, einmal 200 Meter, einmal 300 Meter, hier auch unebenes Gelände. Jetzt ist die große Frage, kämpfen wir jetzt gegen Römer oder nicht?
Ich schätze mal, erstmal noch nicht. Könnte ich mir vorstellen. Denn wenn wir gegen Römer kämpfen würden, würde uns dieses unebene Gelände einen unglaublichen Vorteil bieten, weil sie einfach mit ihren schweren Truppen hier nicht rein können. Und wir natürlich mit engen Formationen oder unseren Speerträgern auch nicht oder den Hoplitensöldnern. Aber ich denke hier, die Scutarii zum Beispiel sollten in der Lage sein. Sturmfähigkeit haben die auch. Das ist cool. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Offensive Speerträger. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen denen und denen? 2400 Mann. Schwer, Durchschnitt, geschützt. Offensiv. Die sind also identisch, so wie es aussieht. Kosten auch gleich viel. Naja, gut. Heerhaufen. 3600 Mann. Nochmal mehr. Allerdings unflexibel und unausgebildet. Da sollten wir, glaube ich, besser mit den Scutarii gehen. Italische Fußtruppen, leichter Speer und Schwertkampf, aber keine Sturmfähigkeit, anders als die Scutarii. Phönizische Fußtruppen, irreguläre werden wir nicht mitnehmen. Also Schleuderer haben wir schon. Können wir noch leichte Reiterei nehmen? Ja, leichte Reiterei nehmen wir auf jeden Fall noch so viel mit, wie wir kriegen können. Und stellen wir mal hier drüben auf, passend, wo die anderen auch sind. Das passt, glaube ich, ganz gut. Dass wir hier ordentlich Wirbel machen können auf der Seite und vielleicht den Gegner hier rauslocken, dass er seine Formation ein bisschen auflösen muss. Und dann ziehen wir die mal hier so rüber. Ich liebe euch alle. Und Aber ich Seven kann Nine nicht jeden Secrets, danke für deinen Follow. an mein Herz Vielen drücken. Dank. Die Wurfspieße passen hier so. Kommen die Schleuderer mal in die Mitte. Und vielleicht für den Hügel nochmal Spieße. Ja, es wird mühsam, da hochzugehen. Deswegen stelle ich die mal hier so halbwegs in die Lücke, dass sie nicht so einen ganz so einen krassen Hang hier hochgehen müssen. Wobei hier steiler Hang. Steilen Hang haben wir auf beiden Seiten. 100 Meter hier. 150 Meter hier, ja, wir lassen es mal so stehen. Das nimmt sich, glaube ich, nichts. Die gute Kavallerie. Links außen oder hier irgendwie rüber oder durch und dann in die Ebene oder ganz außen rum, das ginge natürlich auch. Headbreaker ist auch da. Schönen guten Abend. Hallo. Schön, dass du vorbeischaust. Ich stelle die mal ganz außen hin. So, und warum die in dem unebenen Gelände stehen, ist mir völlig unklar. Wahrscheinlich geht das Spiel davon aus, dass wir mit denen hier vorrücken, was wir auch tun werden. Von daher lassen wir sie mal da stehen und nehmen noch weitere Truppen mit. Wir haben ja auch gut Punkte, das scheint ja auch eine große Schlacht zu sein. Nehmen wir die mal hier so als Hauptreihe mit. Geschützt, ja, die sind identisch zu den Hopliten, genau. Was haben wir denn hier? Schwere Artillerie habe ich ja noch nie benutzt. Negativmodifikation für Zusammenhaltprobe von Fußtruppen ohne Nahkampffähigkeit. Was für eine Reichweite hat die wohl Steinschleudermaschine? Kann man das hier sehen? Da müsste ich mal die erweiterten Tooltips anmachen. Details. Sagt er mir das dann? Sagt er mir nicht. Na gut, das brauche ich nicht. Es gibt irgendeinen Hotkey. Verdammt. Es gibt einen Hotkey, der mir das sagt. Hier kriegen wir nur Informationen übers Gelände. Wollen wir die spaßenshalber einfach mal mitnehmen? Aber wohin? Ja, hier auf den Hügel vielleicht. Das ist doch cool. Guck mal hier. Schießt er hier ins Zentrum rein. Hoffen wir mal, dass er auch die Reichweite hat. Gut. Scutarii wollte ich für die unebenen Geländetypen hier drüben, falls der Hügel überhaupt eine Rolle spielen wird. Das ist ja auch nochmal ein interessanter Hümpel hier drüben. Machen wir das mal so, damit es ein bisschen schneller geht. Die müssen da ja auch erst noch hochkrabbeln. Und hier haben wir erstmal die Schützen. Allerdings wäre es auch schön,
hier eine defensive Position auf dem Hügel zu haben. Denn wenn wir den Hügel runter angreifen, kriegen wir auch noch ein paar Vorteilspunkte. Gepanzerte, erfahrene Gepanzerte kostet 60. Und Elefanten. Berittene Truppen auf angrenzenden Feldern geraten in Unordnung. Das sollten wir auf jeden Fall machen, falls der Gegner viel Kavallerie dabei hat. Und einfach, weil wir Karthago sind, oder? Karthago braucht Elefanten. Jetzt ist halt die große Frage, kommt die Feindkavallerie auf der Seite hauptsächlich oder auf der Seite? Hier würde ich mal sagen, kann sie eigentlich nicht operieren, von daher gehe ich mal davon aus, dass sie in dem Bereich hier unterwegs sein wird oder sogar im Zentrum. Ich stelle die Elefanten mal links auf und gebe ihnen noch Kavallerie dazu. So ein bisschen aufpassen, weil die auch unsere hier beeinträchtigen, unsere Reiterei. Da werden wir dann sehen, dass wir mit der Kavallerie können wir ja relativ schnell hier ausschwenken. Das sollte also auch kein allzu großes Problem sein. Ja, die Elefanten sind ein bisschen langsam natürlich. Müssen wir mal schauen, ob das Sinn ergibt, wenn wir die gegnerische Linie hier sehen. Ansonsten gehen wir mit denen ins Zentrum rein. Dann brauchen wir irgendwas, um die Artillerie hier noch zu schützen. Leichte Speere, tralala. Können wir vielleicht mal italische Fußtruppen nehmen. Die sind nicht ganz so teuer und halbwegs in Ordnung. So, also Zentrum bis hier. Irgendwas für den Hügel jetzt noch. 252 Punkte haben wir noch. Und wir könnten auch noch mal, ehrlich gesagt, komm, wir nehmen noch mal eine gepanzerte Kavallerie für die rechte Seite mit, die hier irgendwie versucht, hier außen einen Fuß an Land zu kriegen. Und wir nehmen auch noch einmal Scutarii für diese Senke hier zwischen den Hügeln mit. Und hier haben wir jetzt drei Felder, ne? Ja. Da sollten wir... Und dann nehmen wir die drei noch mit. Afrikanische Speere und Hoplitensöldner. Dann wären die Punkte auch weg. Was meint ihr dazu? Sollen wir das so machen oder sollen wir noch irgendwie was anderes mitnehmen? Gibt es hier noch Hinweise? Kriegselefanten sind die Stucks der Antike, ja. irgendwelche Vorschläge noch zur Strategie oder zur Truppenauswahl? Ansonsten würde ich das jetzt annehmen und mich dann um die Kommandogruppen hier bemühen. Ist auch eine gute Frage, ob man eigentlich einen General beim Elefanten reinstecken sollte. Warum eigentlich nicht? Gibt einen Nahkampfbonus, der ist ziemlich mächtig für Elefanten, würde ich mal sagen. Und gibt den Sammelnbonus, der auch sehr wichtig ist, denn Elefanten... wobei das sind 100 Stück. Stärke 100. Oh wow. Riesige Horden. Den Gruppen, wo, Schlachten, die ich letztes Mal gespielt habe, waren da irgendwie 16 Stück drin. Da sind die natürlich entsprechend nach ein paar Verlusten dann schon weggerannt. Na gut, nehmen wir mal so an. Es gibt einen weiteren Feldherrn, den wir zuweisen können. Wo sind die denn bisher? Wir haben einen hier drüben in der Kavallerie. Acholulim. Sohn von... Ich versuch's gar nicht erst. Und Hamilkar, Sohn von Merbal. Ja, ergibt Sinn. Pass mal auf, dann nehmen wir die Elefanten mit in die... Ach nee, da ist... Hier ist Hannibal auf dem Elefanten. Ich hab mich schon gewundert, wo der wohl sein könnte. Ist das allerdings eine gute Idee, den hier drüben zu haben? Ha. Den Oberbefehl. Ja, warum eigentlich nicht?
Dann nehmen wir hier den aber raus. Dann nehmen wir einen Unterbefehlshaber da ins Zentrum und weisen die Kavallerie dem Hannibal zu. Und den Rest hier, die Hauptlinie geht dann zu dem Unterfeld hier drüben. Können wir eben die Kommandoreichweite, können wir uns die anzeigen lassen, ja. Wo wir den hier hinstecken, oder ich stecke ihn mal ein bisschen weiter hier rüber. Ja, so deckt er das die gesamte Armee ab. Das passt doch gut. Deckt die gesamte Armee ab. Hier ist der in der Kavallerie, umfasst auch nur die Kavallerie. Ich denke, das belassen wir auch dabei. Die werden allerdings eventuell hier rüber rücken. Ja, könnte ein bisschen knapp werden. Die gehen natürlich auch nach vorne. Wird schon passen. Was mit den Plänklern? Die sind soweit scheinbar hier eine Gruppe und die leichte Reiterei ist eine Gruppe. Und ach so, ein General hätten wir noch. Dann könnten wir hier drüben noch einen reinsetzen in die. Komm, dann bilden wir hier noch den. So. Bilden wir hier noch den rechten Flügel mit einem Feldherrn. Wer ist das jetzt hier? Sarakas. Zack und zack. So, dann haben wir das auch endlich abgeschlossen mit der Aufstellung. Das ist ja meist sogar das Langwierigste, was man hier so zu tun hat. Und warum ist die Artillerie nicht Teil der Gruppe? Bestätigen. So, was haben wir da beim Gegner? Schauen wir mal. Chipmunk, schönen guten Abend. Hallo, schön, dass du dabei bist. Schauen wir doch mal. Der Gegner hat tatsächlich nur eine einzige Kavallerieeinheit. Turibazen, Sohn von Nisunin. Adlige Reiterei, okay. Und er hat auch zwei weitere Generäle hier drüben. In keltiberianischen Heerhaufen. Skutarii, Skutarii. Das sind alle Skutarii. Hier drüben ist noch ein Befehlshaber. Wer ist denn hier? Untigurisa ist der Oberbefehlshaber. Und Schleuderer und Cetrati. Das sind Wurfspeerschützen. Okay. Ja, passt. Ich dachte, das wären noch mehr Schleuderer, denn Hannibal hatte später sehr, sehr viele iberische Schleuderer bei sich in der Armee. Hier hinten noch mal ein paar Reserven mit Scutarii. Kann sein, dass hier in der Siedlung auch noch einer steht, den wir nicht sehen können. Ansonsten sehe ich momentan nichts. Aber interessant, dass sie so viele Plänkler haben. Da können wir nicht ganz mithalten. Gut, machen wir unseren ersten Zug. Schicken die Speerjungs nach vorne. Quälen uns den Berg hoch. Ziehen mit der Kavallerie rechts raus. Die kann auch so. Ne, wir drehen sie noch. Und gehen dann mit der leichten Reiterei. Warte mal, die können. Wie weit können die gehen? Habe ich jetzt nicht geguckt. Ihr habt 12 Punkte. Wie war das? Ein freies Feld kostet 4. Heißt, die können bis hier gehen und bis in die Reihe angreifen. 1, 2, 3. In die Reihe angreifen. Dann sollte es passen, wenn wir uns erstmal da hinstellen und gucken, was passiert. Leicht ungeordnet. Das kommt jetzt hier, wie gesagt, durch die Elefanten. Das hat das Spiel uns ja auch schon gesagt, dass wir da aufpassen sollen, dass die für Unordnung sorgen. Ich werde tatsächlich Hannibal mit seinem Elefanten hier, auch wenn das recht lange dauert, ganz links außen rum schicken. Er nimmt auch die Kavallerie mit und kann die Artillerie sich überhaupt bewegen? Nein. Kann sie hier hinschießen? Nö. Was hat sie denn für eine Schussreichweite? Schussbe. Oh, guck mal, so weit doch. Also wenn der Feind ein bisschen nach vorne kommt, wäre das schon ganz gut. Sie hat aber auch nur für 5 Runden Munition dabei. Finde ich interessant. Genauso wie die Plänkler wahrscheinlich. 5 Runden, ja.
Elefanten bringen auch die eigene Kavallerie in Bedrängnis. Richtig, Chipmunk. Ganz richtig, denn, sehen wir auch schon hier, leicht ungeordnet. Beim Gegner verursachen sie, glaube ich, mittlere Unordnung. Deswegen ist die Idee, ja, den einen vielleicht hier zu behalten als Direktkonter gegen diesen Kavallerie-General, den anderen irgendwie hier so im Bereich zu kriegen. Und diese Kavallerie soll ja quasi den Bogen ganz weit schlagen. Müssen wir mal gucken. Sind die Pferde nicht an die Elefanten gewöhnt? Ja, ist die Frage, ob man das so arg trainieren kann, ne? Denn tatsächlich sind diese antiken Armeen ja zu großen Teilen aus Söldnern zusammengesetzt. Also ob man da so großartig quasi Qualitätstraining mit den eigenen Truppen machen kann. Im Großteil würde ich das bezweifeln. Der Feind steht, er fürchtet wahrscheinlich unsere Artillerie. Und kommt nicht auf uns zu. Und tatsächlich sind hier noch weitere Plänkler. Wow, das ist ja krass. Das ist ja krass. Was wäre denn, wenn wir direkt mal reinrennen? 35% Siegchance im Impact. Und dann eine hohe Unentschieden-Chance. 32% Niederlage. Also die Chancen stünden relativ gut, dass sich unsere Reiterei wieder zurückziehen würde. Ich versuche das mal. Reicht aus. War es natürlich problematisch. Das wird er dann hier auch machen. Die bleiben nur stehen. Okay, das war nicht klug. 50 Schaden. Ist aber ganz ordentlich. Ne, warte mal, den nehmen wir mal zurück. Den schicken wir mal hier rüber. Und dann wollen wir hier mal Plänklergefechte einleiten. 30, ja, ist okay. Ist schon okay. Das hier außen macht mir ein bisschen Sorgen. Ich meine, wir haben unsere Kavallerie hier, die können wir auch direkt mal weiter rumschicken. Aber könnt ihr euch nicht noch drehen? Leider nicht. Das Ding ist, eigentlich will man das nicht, dass man mit seiner schweren Kavallerie feindliche Plänkler verfolgt, denn die weichen aus und selbst wenn sie quasi nicht ausweichen können, wenn unsere Kavallerie genug Bewegungspunkte hat, um die feindlichen Plänkler zu stellen, quasi wenn die sich zurückfallen lassen, sie trotzdem noch zu erreichen und die dann brechen, also die Flucht antreten, dann geht unsere Kavallerie hinterher und das will man eigentlich nicht, denn das kann dazu führen, dass die eigene Kavallerie sogar das Schlachtfeld verlässt und irgendwann wiederkommt. Erst und man nicht so genau weiß, wann das ist, kann sehr lange dauern. Eigentlich will man also deswegen die eigene Kavallerie haben, um ja entscheidende Flankenmanöver, Flankenangriffe auszuführen auf schwere gegnerische Einheiten, die man sonst nicht so gut bezwingen kann. Allerdings ist das echt ein großes Problem, dass hier so viele feindliche Plänkler unterwegs sind. Und daher würde ich mal hier ein bisschen diesen Hügel doch noch mal besetzen. Eins, zwei. Wenn ich jetzt da hingehe, kann er mich halt angreifen. Ne? Eins, zwei, drei. Und hier wirft er hin. Dann gehen wir erstmal auf den Hang runter. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Ziehen mit denen weiter hier hoch. Das geht ja auch nicht allzu schnell. Das Zentrum. Ja, komm, das nehmen wir auch noch einen Schritt weiter mit. Genauso wie den Elefanten hier hin. Beziehungsweise, er kann schon mal hier hingehen. Den Hang da hoch, das wird ihn wahrscheinlich auch einige Punkte kosten. Kavallerie raus. Auf die linke Seite eindrehen, bitteschön. Und der Elefant kann sogar bis hier hinkommen. Oder er könnte auf den Hügel. Komm, das machen wir mal, weil das der Oberbefehlshaber ist. Der will sich hier einen Überblick verschaffen. Vom Rücken des Elefanten auf einem 200 Meter hohen Hügel überblickt Hannibal das Schlachtfeld. Kann man das eigentlich hier irgendwie so einen coolen... Warte mal, mach das mal so. Dann mache ich mal einen Screenshot. So, hier hinten haben wir unsere Artillerie. Zack. Wunderbar.
Mehr können wir nicht tun. Wir gehen in die nächste Runde, beziehungsweise schauen mal. Ja, die Schleuderer. Guck mal, 75 Schaden. Zum Glück haben wir den Moraltest hier erfolgreich absolvieren können. Ja, und jetzt rücken sogar die hier raus, um uns noch anzugreifen. Das kann man natürlich machen, wenn man so viele hat. Interessant aber, dass die jetzt hier rüberkommen und nicht direkt hier irgendwie unserer Hauptlinie entgegenkommen. Das hätte ich jetzt erwartet. Das hätte ich jetzt erwartet. So, Hannibal rückt vor. Hier müssen wir auch auf den Hügel hoch mit dem Elefanten, keine Frage. Was haben wir denn hier? Hier oben ist unebenes Gelände. Das ist nicht gut für unsere Kavallerie. Wahrscheinlich. Was? Der Hang zählt als offenes. Oh krass, hätte gedacht, das wäre ein steiler Hang. Das scheint auch nur zu gelten hier mit dem. Mit der Unordnung, wenn die Kavallerie direkt daneben steht. Von daher passt das hier noch, denke ich. Dreh dich nochmal bitte. Flankenangriff oder so müssen wir nicht fürchten. Die könnten tatsächlich hier rüber schießen. Bis zu 140 Treffer würden wir da landen. Gegen Plänkler sogar. Reichweite 9. Schwere Artillerie auf Langdistanz. Gegen Fußtruppen minus 33. Allerdings plus 33, weil von der Flanke ausgeschossen oder auf die Flanke geschossen. Aha, und Plänkler nochmal wieder minus 34. Das lohnt sich eigentlich nicht. Da können wir die Munition lieber sparen. Und jetzt hier mal unsere Plänkler gegen die Feindplänkler zum Einsatz bringen. Solange die noch so stehen, dass wir ihnen hier in die Seite schießen können. Das macht nämlich extra Schaden. Ach, das wären die Schleuderer. Die hätten gar nicht so nah rangemusst. Egal. Die hätten sie sowieso nicht erreichen können hier. Nehmen die aber mal auch damit rüber. Dann geht ihr bitte bis an den Hang ran. Ihr könnt hier vorgehen. Wie ist das hier? Mittelmäßig ungeordnet. Und hier ist... Das sollte kein Problem sein. Genau, das geht. Hier ist allerdings ein steiler Hang. Weiß ich nicht, wohin damit. Genauso wenig habe ich eine Idee, was ich hier mit der Kavallerie mache. Wie gesagt, da will man eigentlich nicht reinreiten. Das einzig Gute, was passieren könnte, weil es so viele Einheiten sind, dass wir, wenn wir zum Beispiel die Schleuderschützen attackieren, die sich zurückfallen lassen, wir einen Folgeangriff auf die Cetrati bekommen. Die werden sich aber auch zurückfallen lassen, oder nicht? Eins, zwei, drei. Und dann schießt er ein, zwei Felder. Also könnte uns, wenn wir dahin gehen, könnte er uns schon erreichen. Aber wir machen das trotzdem mal. Wir machen das mal so. Und schauen mal gespannt, was da passieren wird. Die Hauptlinie möchte ich eigentlich gar nicht weiter vorbewegen. Ich würde eigentlich gerne, dass der Gegner zu uns kommt. Schon wieder hier 60 Mann verloren gegen die Schleuderer. Und der versuchte Flankenangriff, den wir ausgewichen sind. Na, da sind die ersten Plänkler geschwächt. Und da kommt Bewegung in die gegnerische Hauptreihe. Er lässt die Kavallerie hinten. Das ist auch interessant. Uns gleich mal angucken, wie die Chancen da mit den Elefanten sind. Nicht, dass das zu riskant ist, sonst fallen wir mit denen zurück. So, die rücken jetzt vor. Mal gucken. Kavallerie weicht aus. Ah, da gehen sie nochmal weiter auf die Geschwächten, versuchen die natürlich zu brechen. Entsprechend werde ich die jetzt auch hier mal aus der Schusslinie nehmen. Mann, wow. Könnten versuchen, die zu binden, aber wenn die Feindreihe hier so weit vorrückt, dann lassen wir das mal lieber. Und werfen hier nochmal ein paar Speere drauf. Schleuderer, 60 Mann nur.
Schade. Wie sieht's denn hier aus? Plus 100. Leichte Speere. 40. Die werden weglaufen. Bringt uns das was? Also die Schleuderer würde ich gerne angreifen. Die werden aber sich auf jeden Fall zurückziehen. Hier. Da können sie nicht lang auf den See. Das heißt, sie würden... Wo würden sie wohl hinlaufen? Hier rüber? Oder hier lang? Richtung Zentrum. Dann könnte es nützlich sein, die erstmal zurückzudrängen, dass die irgendwo hier stehen. Ja, komm, das machen wir mal. Und dann in der Hoffnung, dass wir hier Folgeangriffe mit der Kavallerie dann bekommen. Ach, die ziehen tatsächlich dahin. Und die... Okay, die machen hier den Folgeangriff und treiben die dahin zurück. Ja, dann... Hier angreifen und versuchen, hinter das Zentrum zu kommen. Tatsächlich war übrigens in der Stadt hier noch einer drin. Eine Skutarii-Einheit. War immer nicht glücklich damit eigentlich, das zu machen. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Tatsächlich bleiben sie hier stehen. Und das hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Das lag wahrscheinlich daran, dass sie so komisch hier rumgegangen sind. So viele Bewegungspunkte haben wir doch nicht verbraucht, oder? 6. Ja, da musste sich noch... Ja, nee. Die Drehung zählt nicht. Hm. 16 Punkte. 6 AP hat er doch noch. Warum ist er nicht hier hingegangen? Ist mir nicht ganz klar. Da müssten wir mal wahrscheinlich Butterblümchen fragen. Der wüsste das. Gut. So, ihr bleibt da stehen. Ihr habt euch zurückgezogen. Ihr habt gekämpft. Der Gegner kommt auf uns zu. Das, was wir wollen. Das hier sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Sind beinahe umstellt. Von daher werde ich jetzt hier den... Oha. Kann sein, dass wir hier festgesetzt werden. Ich versuche mal den Angriff auf die... Ah, Mist. Ja. Die sind jetzt im Nahkampf. Das ist ärgerlich. Ich fürchte, wir werden den Trupp hier verlieren. In Legionaries Life werde ich andauernd von denen umgebracht. Habe ich auch länger schon nicht mehr gespielt. Ist auch ein interessantes Spiel. Das ja auch laufend scheinbar weiterentwickelt wird, denn ständig kommen irgendwie Patches raus, was ich ganz cool finde. Das ist, glaube ich, auch so ein Ein-Mann-Projekt, ne? Was wir sonst noch versuchen könnten, die anzugreifen und hier festzunageln, damit die Skutarii nicht vorkommen können. Und dann wollten wir uns das mal angucken. 60% Siegchance im Kontakt. Im Nahkampf allerdings nur noch 18%. Also eher ein Unentschieden. Würde aber dazu führen, dass die sich in diese Richtung ausrichten würden. Und wir Zeit hätten, mit der Kavallerie hier hochzugehen und dann vom Hügel runter einen Flankenangriff auszuführen. Es sei denn, Turibazen kommt hier hochgezogen. Das könnte natürlich passieren. Und der... Der ist hier nur in der halben Kontrollzone. Warte mal. Halbe Kontrollzone darüber. Momentan hat er die hier. Die kann er ja wegjagen. Dann könnte er die Elefanten flankieren. Können wir das irgendwie verhindern? Kann er den angreifen? Nee. Oh, schwer zu sagen. Aber erstmal, nee, ist das nur ein eingeschränkter Schussbereich? Dann machen wir das nicht. Dann machen wir lieber hier drüben weiter. Bei den feindlichen Plänklern. Und kann sich auch nicht drehen. Bei denen. Dem ne Mark und dem ne Mark. Komm mal hier nochmal rein.
Wenn es nicht so schwer wäre, ja. Aber ich glaube, das soll so. ihr kommt zurück, das passt. Hier drüben hatten wir schon alles gemacht, genau. Ja, dann ist nur noch die Frage, greifen wir jetzt an hier mit dem Elefanten? Jetzt schon oder nicht? Schauen wir uns nochmal ganz kurz den Heerhaufen an. Sturmfähigkeit, geschützt, durchschnittliche Qualität, Schwertkämpfer. Die Sturmfähigkeit würden wir ihm ja nehmen, dadurch, dass wir auf ihn zukommen. So lese ich das zumindest. Mal eben gucken. Bergauf. Bergauf ist doch wohl eine falsche Übersetzung hier, oder? Wir kämpfen ja den Hügel runter. Feindliche Sturmfähigkeit plus 100, Feldherr plus 50. Doch, die Sturmfähigkeit zählt dann doch hier rein. Mhm. Komm, wir versuchen das mal. Wenn wir Glück haben. Ja, 50 Verluste, aber also was ich eigentlich gewollt hätte, was ich mir gewünscht hätte, wäre hier ein Moraltest gewesen. Beziehungsweise eine Moralreduktion. So, die Reiterei darf hier mal weiter hochrücken. Und dann haben wir hier noch den zweiten Elefanten mit Hannibal. Ich lasse den erstmal hier stehen. Ich weiß noch nicht so recht. Meine Idee ist halt hier durchzubrechen, dann gegen die Kavallerie mit den Elefanten anzugehen und dann mit der eigenen Kavallerie hier die gegnerische Flanke zu bedrohen. Das wäre dann eventuell auch der Zeitpunkt, wo wir vorrücken könnten mit dem Zentrum, wenn hier der Bereich, der rechte Flügel des Gegners in Unordnung geraten ist. Schauen wir mal. Was passiert, was passiert? Hier erfolgt ein weiterer Angriff auf die leichte Reiterei. Standgehalten, Nahkampf gegen Plänkler, gegen Plänkler. Plänkelei, Plänkelei, 85 Mann verloren hier und 65, zum Glück nochmal standgehalten. Der nächste Nahkampfangriff, den wir aber, wow, den wir grandios gewonnen haben gegen die Scutarii, interessanterweise. Haha. Leider haben sie keine Moral verloren. Das wäre schon großartig gewesen. So, und da, ja, habt ihr gesehen, die Kavallerie vom Feind ist rausgerückt. Und schützt da die gegnerische Flanke, wenn ich es richtig gesehen habe. Herber Verlust hier, zum Glück dem Moraltest standgehalten. Und da standgehalten. Schleuderer auf die Kavallerie. Die aber jetzt da den Kampf der Plänkler unterstützen könnte. Ah, müssen wir uns mal überlegen. So, Nahkampf. Jetzt bin ich mal gespannt. 90 Mann beim Gegner. Und Schleuderer. Ja doch, sind Schleuderer? Ja, Schleuderer gesammelt. Hervorragend. Können wir direkt umdrehen und schleudern. Ein bisschen schleudern. Ja, und seht ihr das? Er ist hier hochgezogen, das habe ich nämlich befürchtet. Er nimmt unsere Einheit damit in die Kontrollzone, das heißt, wir können hier nicht passieren. Was wir tun könnten, ist hier einen Angriff ausführen mit 30% Siegchance. Das werden wir machen. Wollen wir gar nicht lange drüber nachdenken. Kriegen wir noch einen Folgeangriff hin? Leider nicht. Das wäre ja großartig gewesen, wenn sie gleich hier den Folgeangriff gemacht hätten. Aber jetzt können wir hier den Flankenangriff ausführen. Dadurch ist die feindliche Einheit sofort geschwächt. Verliert den Kampf, hat dem nächsten Moraltest aber leider standgehalten. Schade. Ja, und die haben sich jetzt hier ausgerichtet, um die Einheit zu unterstützen. Was ich ein bisschen unglücklich finde. Ich denke mal, ich werde Hannibal hier rüber beordern in die Einheit. Das erhöht dann auch nochmal den Nahkampfwert. Oh, wieder ein schöner Sieg. Wieder aber der Gegner standgehalten. Beeindruckend.
Wollen wir den nächsten Heerhaufen hier bearbeiten. Auf jeden Fall plänkeln wir den hier mal. Dahin. Ja genau, das waren die, die sich hier aus diesem Kessel rausgezogen hatten. Auch sehr wichtig. Und dann steht es noch 0-0, was die Verluste angeht. Beziehungsweise die geflohenen Einheiten. Was ist mit euch? Warum könnt ihr nicht... Könnt ihr überhaupt irgendwas machen? Oder haben wir schon? Ich glaube, wir haben schon. Das sieht auch relativ gut aus. Ja, schön. Gegnerische Einheit geschwächt. Schauen wir hier raus. Hier könnten wir jetzt den Unterstützungsangriff machen. Das Ding ist, die sind schon im Nahkampf. Das heißt, die können sich nicht zurückziehen, wenn wir das jetzt tun. Und wenn sie brechen, kriegen wir eventuell hier den Folgeangriff auf die Schleuderer. Ich mache das jetzt einfach mal, auch wenn es... unentschieden. Und was für eins. Relativ verlustreich ist. Jetzt geschwächt. Ah, ärgerlich. Das hätten wir auch gleich haben können, oder nicht? Der Feind ist auch geschwächt. Tja, und jetzt ist halt das Ding. Macht man das jetzt oder macht man das nicht? Ich mache das jetzt, aber wie gesagt, eigentlich sollte man es nicht tun. Aber wir haben sie sogar erreicht. Und sie sind in Panik geraten. Ja, und jetzt passiert genau das, was man nicht haben will. Die Kavallerie geht hinterher und hier ist auch noch ein General drin. Hätte ich vielleicht vorher hier reinstecken sollen. Denn die laufen jetzt auf unbestimmte Zeit denen hinterher. Hoffen wir mal, dass es nicht allzu lange ist. Gucken wir nochmal, ob wir mit der Artillerie mittlerweile... Ne, erreichen wir immer noch nur die... Ach doch, Skutarii sind jetzt reingerückt. Bis zu 140 Mann Verluste. Komm, wir machen das mal. Nicht mal sehen. Kaboom! 110. Oh. Ist jetzt nicht so schlecht gewesen. Würde ich sagen. Ich denke, wir rücken jetzt auch mal hier mit der Hauptlinie weiter vor. Wir können jetzt nicht mehr die Kommandogruppe benutzen. Also alle Einheiten auf einmal bewegen. Weil wir Feinde innerhalb von 5 Geländefeldern Reichweite haben. Gut, dann nutze ich mal die Gelegenheit, liebe Leute, die Aufnahme an dieser Stelle zu beenden. Im Stream geht es natürlich gleich weiter. Macht's gut, bis dann, euer Jan. So.